GBI-Einrichtungen haben ihren Namen vom Generalbauinspektor, einem hohen nationalsozialistischen Amt. Dieses Lager, GBI-Lager 7576, wurde 1943 von Hans Frese errichtet. Die Anlage besteht aus 6 Baracken mit je 10 bis 12 Stuben und hatte eine Höchstbesetzung von rund 530 Mann. Die meisten Häftlinge waren italienische Kriegsgefangene, die von den Anwohnern rund um das Lager als kriminell und ungesittet gesehen wurden. Die meisten Lager hatten eine Verbindung zur NS-Zwangsarbeit. Doch was war das überhaupt? Zwangsarbeit im Allgemeinen besteht immer dann, wenn Menschen gegen ihren Willen Arbeit ausführen müssen. Das NS-System der Zwangsarbeit wurde für die Kriegsvorbereitung, den Ausbau von Infrastruktur und Land sowie für die Beschaffung von günstigen Arbeitskräften für die Wirtschaft eingerichtet. Die Zwangsarbeiter dienten unter anderem als Arbeitsersatz der durch den Kriegseinsatz in der Wehrmacht in Deutschland fehlenden Männer und erhöhten die Staatseinnahmen durch von der Industrie zu übernehmende Verleihgebühren und Ausländersonderabgaben. Bei der Rekrutierung von Zwangsarbeitern gab es strenge Vorgaben, was die Menschen dabei haben durften. Es wurde quasi eine Durchleuchtung der Identität durchgeführt. Zwangsarbeit gab es unter anderem bei großen, teilweise heute noch vorhandenen Firmen wie BMW oder Lufthansa, wo die Inhaftierten oft körperlich schwere Arbeit verrichten mussten, wie beispielsweise das Aufräumen von Trümmern mit keinerlei Hilfsmitteln. Doch auch der Alltag im Lager selbst war nicht viel besser. Die Insassen mussten um 4 Uhr aufstehen, um sich noch vor der Arbeit waschen zu können. In jedem Waschraum befanden sich 3 Waschbrunnen, an denen sich jeweils bis zu 8 Leute gleichzeitig waschen mussten, da sich 180 Leute in einer Baracke befanden. Die Kloanlagen waren ebenfalls spartanisch ausgestattet, mit 6 Toiletten und einer Urinalwand. Trennwände gab es nicht. Auch kam es in den Toiletten und Waschräumen zu einer großen Anzahl von Diebstählen, und im Winter wurden es in allen Räumen einer Baracke bis zu minus 15 Grad Celsius, da die Nationalsozialisten keine Ressourcen zum Heizen der Arbeitslager benutzen wollten. In den Schlafräumen lebten 16 bis 22 Leute, es gab dreifach Betten und keine Schränke. Auch hier war die Privatsphäre minimal. Freizeit im Lager war selten. Es gab große Unterschiede zwischen Arbeitern aus Ost- und Westeuropa. Für die Westeuropäer war vieles möglich, wie zum Beispiel ganz normal zu essen, lesen, sich zu waschen oder auszuruhen. Des Weiteren konnten sie nach der Arbeit nach Hause und ihren Freizeitaktivitäten nachgehen. Die Arbeitsbedingungen für Arbeiter aus Osteuropa hingegen waren deutlich schlechter. Sie hatten meist nur am Samstag Ausgang, durften keine öffentlichen Plätze besuchen und durften nicht ins Kino oder Theater. Außerdem mussten sie Ost auf der Kleidung tragen, um allen ihren Status sofort verständlich zu machen. Diese Unterschiede zwischen Ost und West gab es, da die Nazis die Osteuropäer nicht als vollwertige Menschen sahen. Insgesamt arbeiteten im Sommer 1944 fast 500.000 Zwangsarbeiter in Berlin, größtenteils untergebracht in Lagern wie diesem hier in Schöneweide. Von den flächendeckenden Luftangriffen auf Berlin waren die Zwangsarbeiter in besonderer Weise betroffen. Die große Mehrzahl arbeitete in der Industrie und hatte ihre Unterkunft in unmittelbarer Nähe der Produktionsanlagen. Sie mussten Rüstungsgüter herstellen, arbeiteten also an Standorten, die schwer bombardiert wurden. Es war ihnen zudem nicht erlaubt, in den Luftschutzkellern der Deutschen Schutz zu suchen. Dies ist ein Luftschutzkeller unter einer der Baracken. Auf den Wänden kann man Inschriften von italienischen Zwangsarbeitern sehen. Zwangsarbeiter durften bei Bombardierungen meist nur in Splitterschutzgräben, die viel einfacher konzipiert waren und viel weniger Schutz boten als Luftschutzkeller.